Hallo liebe Sportsfreunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur Ausgabe des Weekend Flashback Magazins. Mein Name ist Franzi und wir sind heute mitten in der City. Als Hauptstadt Sport TV versteht sich das natürlich von selbst. Lasst uns direkt heute reinschauen in die ersten zwei Beiträge, die wir für dich zusammengetragen haben. Los ging es mit einem Fechtsport-Event der Superlative, der Weiße Bär von Berlin. 220 internationale Topfechter aus 27 Nationen trafen hierbei am Wochenende aufeinander. Der Vorjahressieger Tristan Thulen aus den Niederlanden konnte seinen Triumph wiederholen und schlug Patrick Jorgensen in einem spannenden Galafinale. Bester Deutscher war Lukas Bellmann, der sich im Halbfinale knapp geschlagen geben musste. Ich habe die Niederlage gut verdaut und freue mich im Nachhinein sehr über den dritten Platz. Es war mal wieder ein super Turnier, gut organisiert, super Stimmung, auch im Kuppelsaal. Hat mir echt Spaß gemacht, auf der Hochbahn fechten zu dürfen. Aus der Fechthalle ging es dann noch an den Beckenrand. Die Doublesiegerinnen der Wasserfreunde Spandau feierten am Sonntag einen glasklaren 22:7 Heimsieg gegen den ETV Hamburg. Zugegeben, eine große Überraschung war es nicht. In Deutschland spielen die Berlinerinnen quasi außer Konkurrenz. Das große Ziel der Mannschaft von Marco Stamm ist es daher, sich für die Champions League zu qualifizieren, um auch im internationalen Spielbetrieb mitzumischen. Als Berliner habt ihr sicherlich mitbekommen, dass es in den vergangenen Tagen, wenn nicht sogar Wochen, ständig nass wurde von oben. Ich habe mir gedacht, ich mache zu Hause ein paar Sonnengrüße und tada, guckt euch um, das Wetter ist heute ziemlich gut. Ihr könnt das auch machen, wenn ihr nicht wisst, was ein Sonnengruß ist, dann lasst euch eines Besseren belehren und zwar auf Instagram. Da habe ich nämlich ab morgen für euch zwei tolle Sequenzen vorbereitet, die ihr ganz einfach zu Hause nachmachen könnt. Also mitmachen und Spaß haben. Ich kann nicht nur dafür sorgen, dass das Wetter besser wird, ich kann auch in die Zukunft sehen. Aber wisst ihr was? Das könnt ihr auch. Lasst uns gemeinsam in den Ausblick gucken fürs nächste Wochenende. Am Samstag ruft wieder einmal der Fuchsbau. Die Spreefüchse konnten nach ihrem letzten Heimsieg auch das Auswärtsspiel an diesem Wochenende in Bremen gewinnen. Mit diesem Lauf im Rücken empfangen sie nun den TuS Linford. Ob die Siegesserie anhält, wir werden es sehen. Am Samstag wird sich ebenfalls zeigen, wer die besten Eiskunstläufer des SC Berlin sind. Der Traditionsverein veranstaltet nämlich seine alljährlichen Vereinsmeisterschaften. So Sportsfreunde, für mich geht's jetzt mit Rückenwind ins Studio. Ich gehe noch ein bisschen trainieren. Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe des Weekend Flashback Magazins wieder hier oder natürlich auf Instagram. Denn ihr könnt ein bisschen Yoga mit mir machen, damit das Wetter so bleibt, wie es gerade ist. Bisschen weniger Wind wäre nett. Bis zum nächsten Mal.